Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Tobias Richter. Ich bin der Fachleiter des Vokalbereichs in unserem Haus und möchte Sie heute ein wenig durch die Singwelt Bielefeld führen. Was haben wir an unserem Haus? Wir haben die Chöre, den Chor B-Vocal, den Erwachsenenchor. Wir haben aber auch bei der Lea Martensmeier die Jugendchöre und den Kinderchor. Heute wird es aber nicht so wirklich um die Chöre gehen, denn Sie wissen, Corona hat uns Sängern eine harte Strafe auferlegt. Wir dürfen aktuell nicht in größeren Räumen mit mehreren Menschen singen, sondern wir fokussieren uns auf den Einzelunterricht mit viel Abstand, mit Plexiglas. Und darum soll es heute gehen, um das Singen in einem Einzelunterricht an unserem Haus. Und ich habe als Gast den Sebastian Döring mit dabei. Sebastian ist ja schon seit 4 Jahren, glaube ich, bei uns, bei mir in der Gesangsklasse. Und wenn jemand berichten kann, wie das mit dem Einzelunterricht hier so funktioniert, dann sicherlich er. Wir werden mal schauen, was macht man denn so mit dem Gesang? Was macht man im Gesangsunterricht? Worum geht's und für wen ist das überhaupt? Aber vorweg einmal einen kleinen Gruß aus unserem Vokalbereich. Ich möchte gerne vorstellen die Gesangslehrerin und den Gesangslehrer unseres Vokalbereichs. Ja, mein Name ist Annette Gebauer. Ich arbeite seit 10 Jahren an der Musik- und Kunstschule in Bielefeld. Und für mich ist es immer wieder eine Freude, die ganzen Sänger, die ich in dem Laufe dieser Zeit kennengelernt und begleiten durfte, zu begleiten, die Ressourcen auch zu entdecken, die Stimme zu entdecken und ja, mit meinen Erfahrungen ihnen einfach weiterzuhelfen auf dem Weg, ein Sänger zu werden oder einfach sich selbst besser kennenzulernen mit der Stimme. Hallo, mein Name ist Andreas Post. Ich bin noch relativ neu in der Musik- und Kunstschule im Gesangsbereich und jetzt seit einem halben Jahr dabei und freue mich, wenn ihr und sie Lust habt, eure Stimme besser kennenzulernen und mit mir an eurer Stimme zu arbeiten, sei es im klassischen Bereich oder im populären Bereich, in den Musikrichtungen Musical, Jazz, Pop und Rock oder auf was ihr Lust habt, sei es für euren Chor oder andere Interessen oder eure Band. Und wenn ihr da Lust habt, mit eurer Stimme und mit mir zu arbeiten und noch mehr Spaß am Singen zu haben, da würde ich mich sehr freuen. Hallo, ich bin Lea Martensmeier und im Moment im Mutterschutz. Nächstes Jahr komme ich aber nach der Elternzeit an die MUKU zurück und ich freue mich schon sehr darauf, mit euch zusammen im Kinderchor und auch im Gesangsunterricht tolle musikalische Momente erleben zu können. Ja, Lea, auch an dich nochmal ganz liebe Grüße. Sie haben gerade gesehen, die Lea ist im Mutterschutz, erwartet bald ihr Baby. Und ganz liebe Grüße an dich, alles Gute. Lea wird nächstes Jahr im Frühjahr wiederkommen und die Gesangsklassen unserer Schule aufbauen. Den Kinderchor, vielleicht die Kinderchöre. Also melden Sie sich schon mal an. Je mehr Anmeldungen wir haben, desto größer kann dieser Bereich aufgebaut werden. Jetzt soll es aber darum gehen, für wen ist denn Gesangsunterricht an unserem Haus überhaupt? Also zum Ersten für Anfänger. Für Fortgeschrittene und für Profis. Anfänger, wir versuchen gerade mit unseren Gesangslehrerinnen eine sehr private, lockere Atmosphäre zu schaffen, dass auch die, die sagen können, boah, ich kann gar keinen Ton treffen, entspannt und sicher starten können. Es geht auch um Kontakt zum Körper. Wie wir das machen, erzähle ich vielleicht gleich nochmal, wenn es ums Singen selbst geht. Für Fortgeschrittene, wir versuchen nicht nur die Atmung zu verbessern, den Körper richtig arbeiten zu lassen. Wir arbeiten auch am Stimmsitz. Und wenn Sie, wenn ihr wollt, auch an euren Songs, die ihr selbst geschrieben habt, die ihr mitbringt. Es geht also darum, den Song zu entwickeln und vielleicht auch die ganzen Parameter des Singens zu erarbeiten. Und letztendlich für die Profis, wie wäre es mal höher, länger, lockerer singen zu können, Soundvariabilität zu erfinden. Vielleicht auch an den Stück zu arbeiten, an den Stücken, die man schon seit ewigen Jahren singt und das Gefühl bekommt, na, irgendwas hat sich getan. Oder man möchte vielleicht nochmal kreativen Input bekommen. Alle Facetten haben wir hier. Sebastian, was würdest du sagen, was hat der Gesangsunterricht mit dir gemacht? Ja, also in meiner Zeit jetzt in der Gesangsklasse, die jetzt auch schon fast 4 Jahre ist, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich in meiner Stimme deutlich entspannter geworden bin, lockerer, was das Singen angeht. Klar, meine Range hat sich auch erweitert, gerade nach oben viel. Ja, und ich habe einfach gemerkt, dass man so seine eigene Individualität in der Musik sehr gut ausleben kann.
eigene Individualität. Das ist ein gutes Stichwort für das Thema, worum es eigentlich im Gesangsunterricht bei uns geht. Es gibt vor allem keinen Partnerunterricht. Deshalb, weil das Instrument in unserem Körper sitzt. Und weil unser Körper selber das Instrument ist, ist jeder so individuell, dass jeder seinen eigenen privaten Gesangsunterricht benötigt. Im Gros könnte man aber sagen, wir arbeiten zum Beispiel an Stütze. Was ist Stütze? Stütze ist ein Element, um den Gesang leichter zu machen, um höher zu kommen, um länger singen zu können, um angenehmer zu singen. Stütze im Deutschen ist etwas Festes, aber Stütze im Gesang ist eher etwas Flexibles. Es geht um die Rumpfmuskulatur, die passend lernt zu arbeiten. Wenn wir zum Beispiel husten oder wenn wir lachen, stützt der Körper tatsächlich mit. Und in gewisser Weise ist Singen eigentlich ein zeitgedehntes Lachen von der Stützarbeit her. Genauso geht es um Atmung. Viele Menschen atmen extrem aus, sagen, sie singen. Und versuchen sehr viel Luft auf die Stimme zu geben. Die Stimme ist aber eigentlich ein ganz, ganz kleines Organ, was auch wenig Luft braucht. Und je höher, je schärfer wir singen, desto eigentlich noch so weniger Luft. Also es geht auch um die Führung von Atmen. Gleichzeitig geht es um Stimmsitz. Was verstehst du unter Stimmsitz? Was haben wir so im Unterricht mal gemacht? Jetzt kommt die Abfrage. ja, was verstehe ich unter Stimmsitz? Stimmsitz ist für mich eine Einstellung des Körpers, mit der ich entspannt, frei, offen und ja eigentlich so gesund wie möglich singen kann. Ja, genau. Es geht also darum, von der Stimme her eine Position zu finden, wie das, was Sebastian gerade schon sagte, einfach ein leichtes Singen mit sich herbringt. Es geht aber auch um Sound. Also wie kann man klingen? Wie möchte ich auch klingen? Welches Genre möchte ich bedienen? Möchte ich Klassik? Möchte ich Pop? Möchte ich Jazz? Möchte ich Metal? Möchte ich Chanson? Möchte ich Musical? Alle Möglichkeiten gibt es hier und alle bedingen verschiedene Einstellungen. Ja, das zum Beispiel war jetzt Musical, glaube ich. es geht aber auch um Konzertvorbereitung. Also ihr möchtet ein Konzert machen? Was müssen wir uns vorbereiten? Wie kommen wir von der Stückauswahl über die Erarbeitung eben zum Konzert? Und da sind wir schon bei den Projekten. Es gibt bei uns Bands, es gibt Chöre, die ja momentan nicht proben dürfen. Es gibt aber auch ein Klassensingen, wo jeder Schüler einmal die Chance bekommt, seine ersten Erfahrungen zu machen oder eben seine eigenen Stücke zu präsentieren. Und es gibt die Projekte wie Be on Stage. Wenn ich jetzt den Namen in den Raum werfe, Be on Stage, was fällt dir dazu ein? Ja, Be on Stage ist für mich auf jeden Fall erstmal ein Projekt, was jetzt, glaube ich, zum fünften Mal auch anläuft, das mit ganz schönen Konzerten auf jeden Fall immer abgeschlossen wird. Also man hat immer eine Projektphase, in der dann Stücke erarbeitet werden mit einer Band oder mit einem kleinen Live-Orchester, wie wir es, glaube ich, 2017 einmal hatten, immer unter einem großen Thema zusammengefasst, ob Musical, ob Pop, ob was auch immer. Jazz hatten wir, glaube ich, auch mal dabei. Also wirklich tolle Konzerte mit sehr viel unterschiedlichem Programm drin, um einfach mit tollen Stimmen. Dann habe ich eine schöne Überraschung für dich, Sebastian. Und für Sie etwas auf die Ohren. Wir haben einen kleinen Ausschnitt zusammengestellt von leisen Stücken, von lauten Stücken, von sehr emotional getragenen oder nach vorne gehenden Stücken. Vielleicht die Ergebnisse eines halben Jahres Arbeit in unserem Gesangsunterricht. Viel Spaß! Thank you.
So, aber ein Stück, das fehlt jetzt noch, und zwar Sebastian, deins. Und ich möchte mal vielleicht Sebastian dazu einladen, ein bisschen was zu sagen, schon ganz spontan, was dir so einfällt, wenn du dich jetzt selbst da singen hörst nach 3,5 Jahren Einzelunterricht. Dein Video. Ganz, ganz viel wieder hoch. Wirklich ein tolles Konzert. So schön, wenn man bei diesen Konzerten einfach merkt, dass man, wenn man sich vorher schön eingesungen hat, die ganze Zeit, die ganze Probenzeit davor hatte, irgendwann schaltet man so diesen Kopf aus beim Konzert und singt einfach. Es klappt vielleicht nicht alles, aber das ist auch in dem Moment ganz egal, weil es sich einfach richtig anfühlt. Einfach ein total schönes Erlebnis ist. Ja, danke dir, dass du deine Emotionen mitgeteilt hast. Wir sind auch schon am Ende unserer kleinen Einheit hier am Tag der offenen Tür. Singen selber dürfen wir, wie gesagt, nicht, aber wenn Sie Fragen haben zum Gesang, dann melden Sie sich gleich einfach oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Meine Adresse und meine Kontaktdaten stehen auf der Homepage. Kommen Sie vorbei und erleben Sie vielleicht auch nochmal das Singen auf einer ganz anderen Weise. Ja, es gibt noch einen kleinen Nachtrag. Der Sebastian ist schon los. Aber ich wollte zumindest noch ein kleines Video Ihnen, euch mitgeben. Halten Sie diese Corona-Zeit durch, denn wir schaffen das alle gemeinsam. We are all in this together. We are